In der letzten Folge haben wir Levi besiegt und müssen nun nur noch Tara besiegen. Doch bevor wir zu ihr losgehen, sie ist irgendwo hinten im Küstengebiet, können wir jetzt, wo wir von Levi seine TM bekommen haben, Drachenschrei, die können wir jetzt erstmal unserem Sir Apfel beibringen. Denn, ganz wichtig, ich weiß, irgendwas weg hier, Genesung passt. Ganz wichtig, mit dieser Attacke kann sich Sir Apfel nochmal weiterentwickeln. Und zwar, glaube ich, muss man dafür einfach nur Level Up machen. Ich probiere das mal ganz kurz aus. Sollte eigentlich ganz fix gehen hier. Ja, so. Tatsache. Level 95, ganz klar, noch nicht Level 100. Ja, meinst du Shiny? Und Sir Driplin kann sich dadurch weiterentwickeln zu Hydrapple oder auf Deutsch Hydrapfel. Und Junge, sieht das cool aus, oder? Also von allen Knapfelformen ist das ja die allercoolste, wenn ihr mich fragt. Einfach so ein fünfköpfiger Drache in einem, ja, einem Sirupapfel. Hydrapfel, genau, so heißt er auf Deutsch, auf Englisch Hydrapple. Wird seinen Nickname wahrscheinlich erstmal nicht ändern. Aber ja, hier habt ihr es. Ich kann euch sagen, das Ding ist es wirklich worth it. Das ist von allen Formen nicht nur das coolste, sondern auch das beste tatsächlich. Launenlaser kann es erlernen. Also das ist übrigens Drachenschrei. Drachenbrüll hebt die Moral aller Mitschreiter und erhöht ihre Volltrefferquote. Der Effekt ist stärker, wenn sie dem Typ Drache anhören. Und Launenlaser können wir jetzt erlernen. Der Anwender greift mit einem Laserstrahl an. Manchmal feuern mehrere seiner Köpfe Laser ab, wodurch sich die Stärke dieser Attacke verdoppelt. Also, weg damit. Drachenpuls, würde ich sagen, oder? Nee, keine Ahnung. Also die Attacken werde ich wahrscheinlich noch irgendwann ändern. Jetzt gerade lasse ich es erstmal so, gucke, wie es so läuft. Aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit ihm. Für die, die es juckt, hier, hier Belebekraft hat er. So, wir müssen ungefähr in die Richtung abdüsen, um zu Tara zu gelangen. Sie hat nämlich Feen-Pokémon. Und ich habe mich spoilern lassen, weil ich mir gedacht habe, hä? Also noch schwerer als Levi oder wie ihr blenden wollt, kann es doch jetzt gar nicht mehr werden. Mir wurde gesagt, dass Tara sogar noch schwerer sein soll. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil wenn sie dann auch schon richtig krass schwer für mich sein wird, wo ist denn die denn? Da oben. Wenn sie jetzt auch nochmal richtig krass schwer sein wird für mich, dann will ich gar nicht erst den Champ-Kampf gegen Joe machen, weil, naja. Also die Albträume wollte ich mir eigentlich noch ersparen. Achso, ja, es gibt ja ab und zu mal ein paar Punkte, wenn man Sachen einsammelt, so Gegenstände, die auf dem Boden liegen. Ne? Bisschen Punkte sammeln mache ich ab und zu mal offscreen. Damit langweile ich euch nicht. Genauso wie mit dem Pokédex, mit dem Pokémon fangen. Damit möchte ich euch nicht langweilen. Ich denke mal, die meisten von euch wollen sowas nicht sehen. Falls ihr das doch sehen wollt, könnt ihr natürlich immer schön auf Twitch einschalten, wenn ich das dann live zusammentrage. Oder ich das offscreen mache, das weiß ich jetzt nicht. Nehmen, wie ich halt so Bock habe. Und ja, hier sollte dann Taras sein, glaube ich, denke ich, nicht? Oder ist er später? Nee, hier ist richtig. Dort vorne. Erstmal mit dieser Anmeldedame sprechen. Ah, willkommen im Küstenplatz. Ja, du willst gegen Tara kämpfen, ne? Musst du dir erstmal 50 BP abgeben, ne? Jo, hier. Ich bin Bronze, hab ein goldenes Handy. Bitteschön. Ah, vielen Dank. So, jetzt darfst du das natürlich machen. Tara, Herausforderung für dich da. Haben wir schon. Ah, du bist es, Maike. Wie schön. Dann lass uns doch gleich zum Austragungsort meiner Challenge gehen, hm? Okay, was ist deine Challenge? Danke, dass du extra zum Küstenplatz gekommen bist. Tut mir echt leid, dass ich gegen deine Teilnahme an der Blaubeerliga war. Zum einen hat es einfach nicht den Regeln unserer Schulordnung entsprochen. Aber hauptsächlich wollte ich dich nicht in das momentane Chaos in der Liga AG verwickeln. Wie auch immer, der Zug ist abgefahren. Also machen wir einfach das Beste draus, ja? Die Challenge, die ich mir ausgedacht habe, ist ein Pokémon-Quiz. Oh, wenn wir über Pokémon Stadium 2 Pokémon-Quiz reden, dann habe ich schon gewonnen. Die Regeln sind einfach. Ich stelle dir 5 Fragen zum Thema Pokémon. Wenn du alle korrekt beantwortest, hast du die Challenge bestanden. Easy. Möchtest du beginnen? Jo. Ah, supi, dann bereite ich mal alles vor. Was musst du denn vorbereiten? Einen Button. Was ist das für ein Pokémon? Das habe ich noch nie gesehen. Oh Gott, ich glaube, ich kann das Quiz nicht, Leute. Frage 1. Blende frei für das allseits beliebte Pikachu. Und hier kommt noch schon die erste Frage.
Das Elektro-Pokémon Pikachu ist dafür bekannt, in seinem Körper Strom erzeugen zu können. Aber in welchem Teil seines Körpers speichert es die erzeugte Elektrizität? Wähle einfach den Körperteil aus, den du für die richtige Antwort hältst. Ich würde mal sagen, die Backen? Er hat entweder gesagt, die Backen oder der Schweif. Weil es ja oftmals auch im Anime die Attacken durch den Schweif so einsetzen, so einen Purzelbaum macht und dann kommt es aus dem Schweif raus. Ist, was ich meine, glaube ich. Dingeling, richtig. Pikachu speichert Elektrizität mithilfe der Taschen in seinen Backen. Diese Bäckchen sind so rund und niedlich, dass man sie immer zu liebevoll kneifen will. Man muss dann allerdings damit rechnen, einen klitzekleinen Stromschlag zu bekommen. Außer man ist Ash, dann kriegt man den größeren. Nun denn, weiter geht's zur nächsten Frage. Blutzug, süß. Sieh dir mal dieses Blutzug an. Es ist größer, als man es sich vorstellen würde, oder? Das tut seiner Knurfigkeit und Fluffigkeit aber keinen Abbruch. Kommen wir zur zweiten Frage. Selbst in den dunkelsten Nächten kann Blutzug einen seiner Körperteile als Radar nutzen, um die Umgebung zu scannen. Ach, aber weißt du auch welchen? Naja, also, wie sie da so hinzeigen. Wie, wie, wie. Also, ich würde mal denken, die Augen? Also, das war offensichtlich. Einfacher geht's nicht. Dingelingeling, richtig. Blutzug setzt seine großen Augen als Radar ein. Dass es Dinge sehen kann, die uns Mensch verborgen bleibt, macht es irgendwie noch putziger, findest du nicht auch? Oh, und weiter geht's zur dritten Frage. Ich mag Blutzug, ist ein tolles Pokémon. Oh, Fatality. Wie wäre es nach diesen anstrengenden Fragen mit einer Tasse Tee? Oder drei? Ich präsentiere die drei Fatality-Geschwister. Hier kommt die dritte Frage. Wusstest du, dass Fatality sich gerne Tassen niederlassen, die berühmte Antiquitäten sind? Ja, yep, das ist das gleiche auch mit Fatalitscher. Es befinden sich allerdings viele Fälschungen im Umlauf. Diese Tassen lassen sich nur schwer von den Originalen unterscheiden. Nur eines von diesen drei Fatalität bewohnt ein Original, befindet sich in seiner Originalform. Kannst du mir sagen, welches? Ja, davon muss ich nur gucken, abwarten, bis sie sich einmal nach oben drehen. Da, das hier. Das hat nämlich so einen blauen Sticker. Man muss immer auf die untere Seite gucken bei Fatalität und Fatalitscher oder wie die alle heißen. Da sieht man entweder einen blauen Sticker oder so einen... Ja, ähnlich farbigen Sticker, keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Abdruck. Dickeling, genau richtig. Ein Fatality in seiner Originalform erkennt man an der Markierung auf der Unterseite der Tasse. Aber egal ob Originalform oder Fälschungsform, alle Fatalities sind gleichermaßen drollig. Ja. Weiter zur nächsten Frage. Welche ist das denn? 4, 5? 4. Meteno heißt das, glaube ich. Ja. Kommen wir nun zum Meteor-Pokémon Meteno. Es tritt in vielen verschiedenen Farben auf. Wie sich so kurz dreht. Sieh dir dieses rötliche Meteno ganz genau an. Und dann verwandeln die sich. Okay, meine Kleinen. Cool hat fröhlich oder durcheinander. Ah, okay. Ich verstehe schon. Suppi, dann kommen wir zur vierten Frage. Wo ist das Rote? Hier. Dieses Meteno. Auch wenn es ein bisschen eher pink aussieht, aber ja, da haben wir das Rote. Ja, rede richtig. Das ist erkannt, obwohl es eine Meteorform angenommen hatte. Gut aufgepasst. Meteno sind so putzig. Wusstest du, dass ihre Farbe von ihrer Nahrung bestimmt wird? Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Von der Nahrung? Okay, was essen die denn so? Granbull! Schau mal, da kommt Granbull! Ein weiterer süßer kleiner Racker. Dieses entzückende Granbull ist Teil meines Pokémon-Teams. Es ist immer an meiner Seite. Die fünfte und damit letzte Frage hat mit meinem Knuffelchen hier zu tun. Mein Granbull ist brav, sensibel und absolut bezaubernd. Kannst du mir sagen, welchen seiner Körperteile ich beim Mittagsschlaf als Kissen benutze? Kopf, Unterkiefer, Bauch, Beine, Arme, Ohren. Mittagsschlaf als Kissen. Sein Kopf? Tö, falsche Antwort. Aber die Vorstellung, Kopf an Kopf neben ihm einzuschlafen, macht mich irgendwie glücklich. Ich gebe dir einen Tipp. Ich mag meine Kissen schön weich und bequem. Versuch's nochmal. Der Bauch? Ich wollte von Anfang an Bauch sagen, aber dann habe ich mir nochmal und dreifach überlegt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Kopf macht doch mehr Sinn, weil der sieht ja süß Kopf an Kopf. Aber meine erste Antwort wäre so Bauch gewesen. Also ich war alles richtig first try. Ich bin total geil in den Bauch meines Granbull als Kissen. Sein Bäuchchen ist so weich und kuschelig. Haben wir es uns erstmal gemütlich gemacht, schlafen wir beide nur ein. Und hier ist das Endquiz beendet. Alle fünf Fragen richtig beantwortet. First try. Wow, super, das heißt. Herzlichen Glückwunsch, Maike. Du hast meine Top 4 Challenge bestanden. Yeah. Nice. Damit können wir jetzt gegen sie kämpfen.
Ja, genau, lass uns zum Platz zurückgehen. Alright. Ich bin nicht vorbereitet, aber ich habe diesmal 6 Pokémon dabei. Du hast meine Top-4-Challenge bestanden und dir damit das Recht verdient, im Kampf gegen mich anzutreten. Möchtest du, dass wir jetzt gleich gegeneinander kämpfen? Ja. Okay, dann lass uns mal unsere Position einnehmen. Bist du so aufgeregt auf unseren Kampf? Mal sehen, ja, hier sollte gut stehen. Ja, sollte ich gut stehen. Okay, die Regeln besagen, dass ich mich vorstellen muss. Also, ich bin Tacho von den Top 4. Es ist so ungewöhnlich, von jemandem herausgefordert zu werden, der auf eine andere Akademie geht. Ehrlich gesagt bin ich immer noch ein bisschen perplex deswegen, aber ich werde meine Gefühle nicht unseren Kampf beeinflussen lassen. Okay, mal sehen. Du solltest wissen, dass ich vorwiegend Pokémon vom Typ Fee einsetzen werde. Feen-Pokémon sind so, ach, so rosa und bezaubernd, einfach umwerfend süß. Harte und ätzende Sachen passen gar nicht zu ihnen. Kein Wunder also, dass die Typen Gift und Stahl ihre großen Schwächen sind. Danke, dass du mir das sagst. Weil ich vergesse immer. Tut mir leid, wie du weißt, dass ich dich schon anders denkst. Ja, klar. Jedenfalls sollte dir klar sein, dass ich mich nicht zurückhalten werde. Was auch immer passiert, eine Lektion wirst du auf jeden Fall aus diesem Kampf mitnehmen. Die Niedlichkeit verbirgt sich gewaltige Stärke. Let's go! Gegen Tara. Jetzt so ein Nestball, oder? Ja, okay. Elfhuhn. Interessante Wahl. Dieses Mal trete ich dir als Mitglied der Top 4 entgegen, also setze ich mein reguläres Team ein. Dieses Mal? Was soll das heißen? Ich merke es jetzt, meine Hydrapple hat, weil es shiny ist, einen grünen Apfel oben an der Stirn. Ah, nee. Doch. Das normale hat einen roten Apfel. Das ist cool. Okay, nicht ablenken lassen. Wir wollen natürlich hier gewinnen. Und deshalb geben wir unser absolutes Bestes, würde ich sagen. Ich möchte jetzt mal meinen Launenlaser ausprobieren, ein Elfhuhn. Ah, Lichtschild ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, aber wir sollten trotzdem guten Damage machen können, wenn es trifft. Es hat keine Wirkung auf ein Elfhuhn. Was? Wieso? Typ Drache, hä? Ich glaube, da habe ich irgendwas nicht verstanden. Aber okay. Wie wär's, wenn ich mal Super reinbringe? Den habe ich jetzt mal ins Team wieder getan. Der ist ja aus meinem Main Playthrough. Aber es war. Never mind. Dann. Freddy. Weil es ist Freddy. Deswegen. Den könnt ihr doch nicht one-shotten, oder? Doch, können sie bestimmt schon. Aber ich hoffe es nicht. Nee, mach mal auf Elfhuhn. Und ich versuche jetzt nochmal den Launenlaser, diesmal auf Granbull. Weil ich verstehe nicht, warum das nicht trifft. Kann man mit Drachenattacken keine Feen-Pokémon angreifen? Nee. Scheinbar nicht. Das Neues gelernt. Aber ich muss zugeben, das ist das erste Mal, dass ich mit einem Drachen-Pokémon gegen einen Feen-Pokémon kämpfe. Tatsächlich. Kann man mir vielleicht nicht glauben, aber ist wohl so. Ja, blöd gelaufen. Sag ich mal so, ne? Aber Freddy und Urgapon sind ja mehr oder weniger meine beiden stärksten Pokémon im Moment im Team. Also wenn die es nicht hinbekommen hier, dann habe ich aber ein riesiges Problem. So, ja, kann ja nicht, ja. Dann machen wir erstmal ein Gedankengut und hoffen, dass wir da gut durchkommen. So, wer von euch möchte sterben? Elfhuhn möchte sterben. Du bist unser Testsubjekt. Rückenwand? Achso, ich dachte, das wäre jetzt die andere Attacke. Nee, egal. Platsch! Nein! Was? Was? Also, ich hab's ja auf jeden Fall sehr, sehr unterschätzt. What the hell? Das sieht nicht gut aus für uns. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Zumindest kann ich jetzt Elfhuhn down kriegen. Das sollte mich nicht killen. Genau. Das sollte dich aber killen. Genau. So, ich sollte auch 6 Pokémon haben. Und wenn ich jetzt beide in dieser Runde kill, haben wir schon mal ein Drittel durch. Mhm. Ja, okay. Ich dachte, er geht auf Freddy, aber leider nicht. Na gut. Aber Freddy kann jetzt noch Blutmund einsetzen. Mit einem Buff.
Da ist er auch buff. Aber sowas von. Okay, zwar keine 1A mit Sternchen, aber trotzdem noch eine 2. Oder so. Bestimmt. Primarin? Ja, auch sie hat ein Starter-Pokémon. Wasserfee. Was macht denn Gala Lamus hier? Ist das Fee? Das müsste doch Gift. Psycho sein? Psycho Gift? Ist doch nicht Fee, oder? Hat sie also auch ein Pokémon, was nicht aus vom Typen stimmt? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich jetzt mit Freddy mache. Könnt einmal Erdkräfte ausprobieren. Und ansonsten, Vater Litscher kann ja mal einen Quellschuss ausprobieren. Vor allem bei Primarin sollte das sehr viel Damage machen. Ja, okay, Schnellschuss. Gala Lamus ist ein echt cooles Pokémon. Ich hatte Angst, dass es mich sofort one-shottet, aber nope! Wegen meines Items passiert das nicht. Und dadurch buff ich mich sogar. Dankeschön, Kumpel. Aber ich kann trotzdem sterben. Ganz knapp. Okay, jetzt aber raushauen. Jetzt aber raushauen. Du buff dich mal. Halsspray, Spezialangriff. Oh. So, jetzt endlich. Querschuss. Komm schon, über die Hälfte, über die Hälfte. Oh, das ist über die Hälfte. Definitiv. So, und wir warten jetzt auf unsere Schwachpunkte ab. Dann ziehe ich jetzt auch andere Seiten auf. Oh nein, tu das bitte nicht. Ja, danke für deine Energie. Und Lamus, danke für deine ganz wenig Energie. Trotzdem nett. Ach, schau mal, wie der brennt. Also ehrlich, Vater Litscher sollte man nicht unterschätzen. Du weißt Kleines. Wirklich nicht. Und geil, ich habe sogar einen Crit gemacht auf Lamus. Also Verbrennung bringt nichts. Hey, sein harter Treffer ist ein absolutes No-Go. Nope. Ich mach, was ich will und du müsst es akzeptieren. Wie die Captures. Poku-san? Süß. Ich hab's zum Fressen gern. Achso, warte. Ich hab eine Taktik. Ich hab nur noch zwei Top-Tränke. Ich mach einen Top-Trank auf Freddy und ich mach einen Quirlschuss mit Vater Litscher und hoffe, dass alles gut geht. Ja, yeah, alles gut geht. Alles perfekt. Alles nach Plan. Wie immer. Naja, also hoffentlich. Gigasauger. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Eisstrahl. Okay, das ist schlimm. Das ist zu schlimm. Verdammt. Ach, Mann. Okay, rücken wir uns zumindest schon mal weg. Mit dem ist er schon tot. Was ist da passiert? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, so. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss einfach ab. Na, Mist. Freddy ist tot. Aber Primarin sollte jetzt auch down sein. Wegen Donnerblitz. Das überlebt sie nicht. Das würde mich wundern. Ja, das hat mich gewundert, wenn sie das überleben würde. Okay. Ich glaube, das war eine schlechte Idee, oder? Stalobor. Stalobor? Ist Gala Lamus doch Fee-Gift? Weil Stalobor ist auf keinen Fall Fee. Aber das ist ihr letztes Pokémon, ne? Ihr wisst, was das heißt. Sie wird es jetzt verwandeln. Ich sag nur Miep. Ich glaube, ich habe verloren. Ich hätte defensiver spielen sollen. Ich kann es halt nochmal probieren, aber. Wirklich viel Hoffnung habe ich jetzt nicht. Aufgepasst, mit dem Terrakristallherz steigern wir unsere Niedlichkeit ins Unermessliche. Oh oh. Also, Tara, du zusammen mit Levi ist aber meine Lieblingscharaktere aus dem DLC, aber. Also im zweiten DLC.
Aber komm schon, muss das sein? Du bist der letzte Kampf neben Joe. Also, komm schon. Give me a break. Ah, nein, tut sie nicht. Aber, hey, Beulenhelm hat ein bisschen nachgeholfen. Lockstimme. Was macht das? Was war... Oh, also ich sag's mal so, wenn Freddy diesen Angriff jetzt von den beiden nicht überlebt und ich down gehe, dann gehe ich halt down. Aber wenn ich es überlebe, habe ich noch eine Chance. Aber ich muss jetzt halt austesten. Ist das immer das Gleiche, ne? Nee. Ich habe den Kampf jetzt ein bisschen gerusht. Und das war mein Fehler, weil jetzt habe ich halt gar kein Pokémon mehr. Ich kann... Boah, wem traue ich jetzt zu? Ehrlich gesagt, kann ich... wie sie guckt. Kann ich super noch zutrauen. Auch wenn da halt am anderen Levels sind das von allen, ne? Nee, Leute, ich glaube, was jetzt passieren wird, ist... ich noch mal kurz offscreen den Kampf nachholen, weil den scheine ich nicht zu gewinnen. Zumindest jetzt nicht im First Try. Welchen Terra-Typen habe ich? Gift. Ich meine, alles oder nichts, oder? Ja, ich schätze, alles oder nichts. Wir schauen mal. Ich glaube aber nicht, dass ich diesen Kampf noch gewinne. Aber cooler Hut. Diesen coolen Kristall... Totenkopf. Ich wollte Kotenkopf sagen. Egal. Ich bin down. Auch wenn Super für mich aushält, bringt das nichts wegen... Okay, das ist hier direkt der zweite Versuch. Und ja... Da geht erstmal mein Vater Licha flöten. Ich habe direkt angefangen mit Ogapon und Freddy anzugreifen. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle, dass ich gegen Pokusan und Shadowball kämpfe. Mein Team sieht ein bisschen voller aus. Nicht wirklich viel. Ich habe noch jetzt die drei, wo ich jetzt die beiden hier raus tun muss. Ich werde dazu gezwungen. So. Ja, Pokusan habe ich ein bisschen geschwächt. Leider kann sich halt jetzt gerade heilen wegen Überreste. So, und Bellybolt könnte ich jetzt raustun. Ich versuch's aber mal mit dem Gift-Hieb. Ich möchte es mal ausprobieren. Und sobald einer von meinen Pokémon jetzt gerade stirbt, werde ich direkt Beleber benutzen für Ogapon und oder für Freddy. Ich weiß noch nicht genau. Ich würde mir überlegen, wen ich als erstes angreife. Weil, ja, schön und gut, Airbeam ist zwar sehr effektiv gegen Stahlobor, aber nicht gegen einen Typ Fee Stahlobor. Deshalb ist Gift-Hieb da besser. Allerdings ist die Frage, soll ich es gegen Stahlobor direkt einsetzen oder gegen Pokusan? Irgendwie würde ich sagen Pokusan, weil Pokusan ist ein sehr, ja, Pokémon, was halt sehr schnell, sehr, sehr krass helfen kann. Falls das irgendwie Sinn ergibt, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, es hilft sehr. So, nee, warte, ich greife, ich mache sogar jetzt sogar schon den Beleber. Auf wen? Und davor. auf Freddy. Keine Ahnung. Ich glaube, beide wären jetzt eine nette Auswahl gewesen. Aber ich muss mich halt für einen entscheiden. So. Und der Grund, warum ich das jetzt nochmal zeige, ist, weil ich denke, dass ich mit diesem Run jetzt Erfolg haben werde. Wenn nicht, wäre natürlich jetzt schade. Habe ich heute Überlänge, aber das schadet ja auch nicht. So. Dann wird er sein süßes Herz auf seinem Kopf und killt mich One-Shot. Ist klar, das ist lächerlich. Ach, das ist so lächerlich, ehrlich. Ja, Verzierung. Mach den noch mal einen großen Buff. Kann ich es zumindest killen? Ich glaube nicht. Ich werde es nicht killen. Aber kann ich zumindest unter die Hälfte kriegen beim Angriff? Ich meine, das wäre
Es wäre wirklich sehr. Wenn das gelingen würde, wäre das sehr. Ich muss es ausprobieren, keine Ahnung. So, und ich heile auch direkt mal gegen. Der kann ja einfach nur hier sitzen bleiben und dagegen heilen. Er muss ja nicht angreifen, er würde sowieso nicht so viel Damage machen. Mein kleines Shiny. So zu flexen da. Solange es nicht One-Shot. Oh mein Gott, ich hab grad Angst. Nee, Alter, nein! Boah! Physische Angriffe macht der bei Charlemagne jetzt fast schon One-Shot. Und das killt nicht mal! Oh mein Gott! Dann heilt es sich auch noch. Dann heilt es sich auch. Ach du. Also, wenn es dadurch jetzt nicht down geht, habe ich ein riesiges Problem. Ein riesiges Problem. Weil, glaube ich, schaffe ich es wieder nicht. Stahlebaum, mach sie fertig! Zeig uns eine niedliche Zerstörungskraft! Nein. Nein! Terra-Ausbruch! What? Oh, aber auf den anderen. Oh mein Gott, danke. Das ist mir egal. Solange Freddy am Leben ist. Zerdüppeln war sowieso nur da zur Show. Das killt mich nicht. Niemals, niemals. Ja, oh mein Gott, das hat viel mehr gemacht, als ich erwartet habe. Nein! Das killt jetzt nicht mehr! Nein! 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 Das ist nicht dein Ernst! Das schaffe ich nicht mehr! Oder? Ich kann noch mehr Erdkräfte versuchen, während ich noch mal gegenheil. Ja. Ja doch, was soll ich machen? Ja. Ich habe Beulenhelm mit Bellyball, das ist der Vorteil. Der trägt einen süßen Helm, aber wenn man den nicht hier sehen kann. Das. Ja. Immerhin der Beulenhelm schadet. Oh nee, ich glaube, das wird nix. Alles klar, Alter. Wie willst du ihn bitte noch buffen? Kill zumindest jetzt Pokusan, dann fühle ich mich besser. Hey, so ein harter Treffer ist ein absolutes No-Go. Na komm, sei leise, Tara. Ich kann dich zwar leiden, aber nicht, wenn du so einen Blödsinn hier abziehst. Zumindest ein Level-Up. Okay. Okay, die Sache ist die. Ich weiß nicht, ob es mich killt. Mit einer direkten Attacke. Und ich weiß auch nicht, wer hier die meiste Verteidigung hat. Warte, das kann ich auch nachschauen. Wer hat von euch die meiste Verteidigung? Den schicke ich jetzt rein. So, normale Verteidigung, genau. Freddy hat ganz gut. Na, weniger. Nee. Ja, aber. Ja, doch. Obwohl. Ja, doch. Eigentlich ist der Driplin, ne? Ist aber nicht die beste Wahl. Ich mach tatsächlich mal Vater Litscher. Ich hab bei ihm ein bisschen mehr Hoffnung. Vater Litscher kann ich ein bisschen mehr vertrauen im Moment. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht, dass es trotzdem one-shottet. Genau deshalb wollte ich rauswitchen. Oder zumindest. Anders wird man auch wieder erleben. Selbst wenn ich Blutmond vorher angreifen hätte können, weil ich sowieso nicht hätte. Selbst dann wäre das nicht genug gewesen. Okay. Ich heil mich einmal. Und wenn ich jetzt sowieso One-Shot bin, dann ist es was es ist, ne? Was soll ich sagen? Dann ist es was es ist. Dann hätte ich sowieso nicht mehr gewonnen. Wenn das mich jetzt killt. Sollte mich eigentlich nicht, aber vielleicht unterschätze ich das. Ich weiß, das sage ich, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber jetzt läuft es viel besser. Also, ich sollte super nicht direkt als allererstes reinsetzen, sondern irgendwo mittendrin im Kampf. Da ist er am effektivsten. Denn sein Gift-Hieb und sein Erdbeben sind die Attacken, die ich im Moment in den Kampf brauche. So, Pokus hat eine Vergiftung. Jetzt kommt Charlemagne rein. Der ist ja nichts mit Vergiftung.
Oder vielleicht auch was anderes. Wir schauen mal. Ich habe noch mein Ogapon. Ich habe es extra wach gehalten, damit es diesen Kampf miterleben darf. So. Ja, sehr effektiv ist es halt gleich nicht mehr. Ich versuche Blutmond zu treffen. Ich weiß aber nicht, ob es hitten wird. Ansonsten mache ich den GFT. So. Ich weiß, wir machen heute Überlänge. Ich werde den Storyteil hiervon dann für die nächste Folge reinschneiden, damit es nicht zu lang ist. Du so Bescheid bist, werde ich das wahrscheinlich machen. Und vielleicht geht es ja in der nächsten Folge schon auf gegen Joe. Aber wartet mal, es gibt ja noch ein Legi, das wir in diesem DLC fangen. Naja, sollten, denke ich mal. Ich mache ihn aus. Das ist doof. Aber hey. Ja, Genesung, das ist gut, das ist gut. Blutmond trifft dadurch. Ja, was eigentlich mit dem Legi? Wurde noch kein einziges Wort darüber gesprochen im DLC. Aber es wird eins geben, das weiß ich. Wurde im Trailer gezeigt. Das killt nicht. Das killt nicht. Das killt nicht. Okay, Freddy und Ogapon, das sind meine einzigen Pokémon, die jetzt noch alles reißen können. 2v2. Also fairer geht jetzt auch nicht, oder? Komm schon, das bist du schaffen. Durchatmen, das kriegen wir hin. Wir müssen einfach nur. Ich kann nicht nochmal Blutmond einsetzen. Oh no. Was mache ich jetzt? Heil dich. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, egal. Top 3. Ich habe ein bisschen eingekauft. Musste sein. Okay. Entweder ich mache Rankenkeule auf einen von euch beiden oder Holzgeweih. Ich mache tatsächlich mal Rankenkeule auf. Wer ist schlimmer? Schadebohr schlimmer. Komm, auf da. So, Top 3. Es ist wirklich sehr, sehr gut, dass die Trainer hier im DLC keine Power-Ups, Items, was auch immer benutzen. Da habe ich wirklich Glück. Bei den früheren Spielen haben sie das getan, aber hier zum Glück nicht. Wen greifst du jetzt an? Ogapon? Das killt aber nicht, oder? 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 Nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war's mit dir. Bam! Fick mit dir. Fick mit dir. Bam! Ja. Tara ist sehr schwer, aber Levi fand ich schwerer. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Pokusan ist zwar ein gutes Pokémon, aber als sein allerletztes Pokémon. Ja, nee. 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 So, ich hab mich gar nicht so. Okay. Okay. So. Machen wir die Rankenkeule auch auf dich und gewonnen. Blöp. Ein Crit sogar. Oh, endlich. Hey, so ein harter Treffer ist nicht okay. Ist ein No-Go. Ist ein Yes-Go. Genau wie den Like-Button zu drücken. Ein No-Go wäre es, ihn nicht zu drücken. Ja. Damit alle Top 4 aus dem DLC besiegt. Ich hasse es zu verlieren, aber all die niedlichen Pokémon zu sehen, war es wert. So kann man es sehen, ja. Maike! Hast du gesehen, wie meine Pokémon gekämpft haben? Waren sie nicht so knuddeln süß? Der Gipfel aller Niedlichkeit. Du warst aber auch süß. Dö, falsche Antwort. Ich rede von meinen Pokémon, nicht von mir. Deine Pokémon waren auch mega niedlich. Ach, eigentlich müsste es verboten werden, dass zwei Trainer so viel Niedlichkeit für sich allein beanspruchen dürfen. Komm, halten wir diese geballte Niedlichkeit mit einem Foto für die Ewigkeit fest. Yes!